Hi, das eine Mal, wo ich beim Rathaus war und dort eine Gegensprechanlage in einem zweiten Büro nachgerüstet habe, einfach eine Parallelschaltung gemacht, da ist einem Zuschauer, dem Dustin, aus der Insta-Community aufgefallen, dass die Steckdosen dort am Brüstungskanal unterschiedlich farbig sind. Der hat weiße Steckdosen gesehen, aber auch beispielsweise rote Steckdosen. So sehen die in dem Fall aus hier mittig. Und der hat gefragt, wozu die sind. Ich selber wusste das in dem Fall auch nicht, habe mich jetzt ein bisschen belesen. Häufig sieht man ja auch farbige Steckdosen, sehr häufig sogar. Grüne und orangene Steckdosen in Krankenhäusern beispielsweise. Und dieses Video wollte ich nutzen, um ein bisschen Klarheit zu schaffen, wozu die unterschiedlichen Farbkodierungen sind. Die sind in Krankenhäusern jetzt nicht dazu da, um spielerisch für Kinder zu wirken, sondern haben tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Bewandtnis. Man findet es auch in Rechenzentren beispielsweise, aber meist wirklich in Krankenhäusern, Bürogebäude, EDV-mäßig rot. Aber wir gehen Step by Step einmal alles durch. Ich mache mir das einmal bequem. Und dann fangen wir auch direkt an mit der weißen Steckdose. Die ist ja allgegenwärtig. Die kennen wir auch aus dem Haushalt, aber auch in Steckdosen natürlich zu finden. Eine Besonderheit ist, dass wir hier im Hausnetz eine gemeinsame Trafostation haben, wo der Strom entsprechend transformiert wird. Und Krankenhäuser zum Beispiel haben ihre eigene Trafostation. Und eine ganz wichtige Sache, auch Dieselaggregate, ein Notstromaggregat, habe ich auch schon bei uns im Klinikum Wolfsburg gesehen. Der eine Raum, wo mehrere Tanks stehen, diese mit Diesel gefüllt und dann fette Aggregate und so weiter, um Notstromeinspeisung zu haben. Und ja, die weißen Steckdosen sind ganz normale 230 Volt. Wechselstromkreise mit Schutzkontaktstecker, mit einem Fehlerstromschutzschalter vorgesichert, mit einem Leitungsschutzschalter vorgesichert. Und da kann man x-beliebige Geräte anschließen, von Ladegeräte für Handys bis zu Klinikbetten beispielsweise. Dann gehen wir chronologisch weiter. Machen wir hier mit der grünen Steckdose. Einige sind sogar mit SV gekennzeichnet. Das heißt, in dem Fall muss ich kurz überlegen. Siehst du, ich habe mir alles so im Kopf gemerkt und so weiter. SV und oranges ZSV. Also das ist auf jeden Fall SV für Sicherheitsversorgung. Trägt schon mal den Namen, dass da auf jeden Fall etwas mit ist. In erster Linie sind die grünen Steckdosen mit ja, einem Überspannungsschutz ausgestattet und auch mit einer sogenannten Pufferbatterie. So ein batteriegestütztes System ist das im Endeffekt. Bei den Grünsteckdosen für wenige Sekunden die Pufferbatterie, bis das mit dem Notstromaggregat eingreift, dieser Dieselaggregat. Deswegen sind es zwar schon sicherheitsrelevante Steckdosen für kritische Bereiche, wenn man jetzt OP-Saalbeleuchtung hat und die dauerhaft am Laufen bleiben soll, oder auch Beatmungsmaschinen. Wobei die Beatmungsmaschinen, die würde ich tatsächlich hier auf die orangen Steckdosen drauf machen. Aber wie gesagt, grüne Steckdosen sicherheitsrelevant mit einer Pufferbatterie für ein paar Sekunden, bis entsprechend das mit dem Notstromaggregat weiterläuft, einfach um eine bestehende Stromzufuhr zu gewährleisten, damit die Geräte nicht ausgehen, damit die nicht stillstehen, damit da kein Stopp vorhanden ist. Und das Ding ist, bei diesen Grünsteckdosen sollte auch tatsächlich das so sein, dass eine gewisse Einschaltroutine besteht, weil wie gesagt, es kann eventuell sein, dass die Pufferbatterie arbeitet, dann der Generator noch nicht komplett hochgefahren ist, der Strom kurz ab geschaltet ist und dann, wenn das Aggregat hochfährt, dann sollte es eine gewisse Routinenreihenfolge geben, welche Maschinen nacheinander wieder anlaufen sollen. Und das ist jetzt die grüne Steckdose SV und ja, und die ZSV, die zentrale bzw. zusätzliche Sicherheitsversorgung, ist eben eine Steckdose, die auch mit einem batteriegestützten System arbeitet, auch mit einem Überspannungsschutz im Vorfeld arbeitet. Und da ist es eben so, dass bis zu mehrere Stunden diese Akku-Packs, sage ich mal, dafür sorgen, dass hier trotzdem noch 230 Volt Wechselspannung gewährleistet ist, auch wenn ein Dieselaggregat nicht anlaufen sollte. Und sonst wird es ganz normal auch über Notstrom betrieben. Das ist so bei den orangenen Steckdosen. Und warum im Bürogebäude jetzt solche roten Steckdosen zu finden sind?
Oder auch in Krankenhäusern. Also das Ding ist, man spricht hier von EDV-Steckdosen. EDV ist ja hier, wie heißt das nochmal, elektronische Datenverarbeitung oder so, IT-Technik und informationstechnische Geräte in Krankenhäusern werden hierüber angeschlossen. Die sind auch ein wenig ausfallsicher, so wie die Grünsteckdosen beispielsweise, aber signalisieren, dass hier eine Datenverarbeitung stattfindet. Deswegen sind doch beispielsweise bei Bürogebäuden dort PCs und Monitore angeschlossen, damit die entsprechend auch bei einem Stromausfall noch einen Puffer haben und durch einen eventuellen Notstromaggregat am Ende weiterlaufen können. Aber das signalisiert am Ende, dass da informationstechnische Daten, Geräte angeschlossen werden. Auch Drucker beispielsweise kann man daran anschließen, irgendwelche Standby-Geräte. Was gab es noch zu sagen? Grün zum Beispiel bei den SV-Steckdosen, da ist auch wichtig, dass die signalisieren, dass die nicht über einen Notstromschalter ausgeschaltet werden können. Das habe ich mir auf jeden Fall auch noch gemerkt. Ja, und die blaue hatte ich jetzt bei Elektrowandelt auch gesehen, dass die da mit im Sortiment ist. Von Jung gibt es ja sowieso alle unterschiedlichen Farben. Hat jetzt keine wirkliche Bewandtnis. Einfach in unserem freien Land kann entsprechend jeder darüber entscheiden, welche Steckdosenfarbe er in seinem Haus installieren möchte. Und da kann es doch ruhig bunt sein. Und das zu meiner Erklärung jetzt an der Stelle, haben wir uns gemerkt, weiß oder auch komplett andere Farben, ganz normale Steckdosen, ne? Rot EDV-Steckdose, blau kannst du machen, wenn du Bock hast, SV die grüne mit einem gewissen Puffer. Ich verliere immer den Faden, was SV, was SV bedeutet, jetzt in dem Fall. Genau, Sicherheitsversorgung und Orange, zentrale Sicherheitsversorgung. So viel dazu, haben wir das Thema einmal abgefrühstückt. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!